Hi Leute, ich begrüße euch hiermit recht herzlich mal wieder auf dem Kanal. Jo. Und zwar mit etwas, das ich schon länger nicht mehr gemacht habe. Nämlich habe ich ja wirklich sehr, sehr viele Playlisten bei mir. Und ja, unter anderem sind auch welche dabei, die sind schon länger nicht mehr benutzt worden. Zum Beispiel Hintergründe, Sprüche und deren Ursprünge. Und ja, ich habe heute einen Spruch gehört, den kannte ich aber auch schon, aber die Bedeutung kannte ich nicht, beziehungsweise wo der Spruch herkommt. Das ist mir nämlich heute erst erzählt worden und da dachte ich mir gleich, oh, das ist doch interessant, das wäre doch nochmal was. Und ja, deswegen an dieser Stelle gleich mal der Spruch selber. Ihr habt es ja bestimmt schon mal gehört. Nämlich wie ein Ochse vom Scheunentor stehen. Ja, was bedeutet das nun? Beziehungsweise, wie ist der Ursprung? Und dazu komme ich jetzt. Und zwar ist mir das heute erst gesagt worden. Ich kannte selber nur den Spruch, wusste nicht, wo er herkommt. Und ja, vielleicht ist ja unter euch der eine oder andere, der es auch kennt. Und zwar Berlin hat ja sehr viele U-Bahn-Netze. Und Straßennetze und so. Und ja, das ist ja irgendwann auch mal gegründet worden. Das hat ja auch alles mal irgendwann angefangen. Und ganz am Anfang gab es Bezeichnungen für die Bahnen, von wegen A-Bahn, B-Bahn und so weiter. Und unter anderem gab es dabei auch die Q-Bahn. Und das ist auch ein Netz gewesen, das für sich selber war. Und das hat sich dann einfach mit der Zeit so entwickelt. Und irgendwann wurde das dann aber abgeschafft. Und in der Zwischenzeit gab es aber einige bauliche Änderungen in Berlin. Und ja, bei diesen baulichen Änderungen wurden alte Tore durch neue ersetzt und so weiter. Und das war dann wohl am Bahnhof irgendwie. Und ja, wenn dann hieß, die Kuh steht wieder vor dem Tor, dann war damit gemeint, die Kuhbahn, die steht da wieder. Beziehungsweise die kann wieder weggeräumt werden, beziehungsweise ausgetauscht werden. Und ja, daraus hat sich das einfach entwickelt, weil ursprünglich war das diese Kuhbahn und später ist daraus der Ochse geworden. Beziehungsweise die Kuh, dann der Ochse und mit dieser Tür, daraus ist das Tor geworden, beziehungsweise später das Scheunentor. Und deswegen sagt man heute immer noch, wie ein Ochse vom Tor Scheunentor stehen. Ja, da muss man auch erstmal drauf kommen, ne? Aber ja, ich kannte es wie gesagt selber noch nicht und mich würde interessieren, wer von euch das kennt. Und in dem Sinne, schreibt es mir doch einfach mal hier unter die Kommentare und schreibt bitte nichts dazu, warum ich keine Oberteile anhabe, weil es ist wirklich heute echt drückend heiß und ja. Deswegen habe ich mir da mal dabei jetzt mal eher nichts gemacht. Na gut, ich wünsche euch auf jeden Fall allen noch eine schöne Restwoche und macht's gut, bis die Tage noch. Schibio.